Ich hätte nie gedacht, dass wir diese verdammten Echsen doch noch zu Gesicht bekommen. Aber hier sind sie. Naga-Banditen. Verdammt gut ausgerüstet sind diese Bastarde. Und haben wir mal wieder schmerzlich vor Augen geführt, dass ich kein Kämpfer bin, sondern ein Beschwörer und definitiv mehr auf Beschwörungsmagie setzen sollte und mich nicht auf meine Klinge verlassen sollte. Laut der Karte müssen wir ja ganz zurück nach Flusswald. Jedoch will ich hier definitiv nicht durch ein Gebiet durchlaufen, das sich Labyrinthien nennt. Hört sich nicht sehr einladend an. Das Beste wird wohl sein, der Straße zu folgen, bis nach Dämmerstern, um von dort entweder mit der Kutsche oder von dort die Straße zu nehmen, um wieder in Gebiet zu kommen, das wir schon kennen. Aber die Kutsche scheint wohl der beste Weg zu sein. Dennoch, zurück auf den Weg, meine Damen. Keine Zeit verlieren. Diese Banditen haben mir mal wieder gut gezeigt, wie verdammt schwächlich ich doch bin. Es tut mir leid, meine Göttin. Es macht mich irgendwo auch traurig, dass die ganze Arbeit doch noch nicht dorthin geführt hat, wo sie hätte führen sollen. Dennoch lasse ich mich nicht unterkriegen. Egal, was sich mir hier in den Weg stellt. Sollte es sich eurer Sache in den Weg stellen, werde ich jeden Einzelnen ausradieren. Oh, was ist das? Wir kriegen bestimmt wieder Hasenfleisch. Ich kann's schon nicht mehr riechen. Sturmmäntel. Ihr würdet lieber auf dem Feld arbeiten. Ich nicht. Okay. Scheint nicht angreifen zu wollen, also haben wir auch keine Probleme mit ihnen. Sollten sie sich aber den Expansionsplänen meiner Göttin in den Weg stellen, werden sie sich entweder beugen müssen oder jeder von ihnen wird ausgelöscht. Okay, wo ist der Weg? Okay, wir sollten gleich auf die Straße treffen. Dort fühle ich mich etwas sicherer. Vorerst. Sollten auch noch ein bisschen. Na? Noch mal was beschwören. Ein Höllenhund. Verdammt! Ah. Du bist ein schönes Kerlchen. Es wird eine gute Zusammenarbeit werden. Hat dieser Wolf gerade... Oh ne, es ist nur ein größerer Wolf. Ich dachte schon, dass er einer dieser Katzen... Eine Dwemer-Ruine. Ist aber verschlossen. Können wir später auskundschaften. Weiter geht's. Ist wieder einer dieser befallenen Flüchtlinge? Sieht so aus. Was auch immer die... Ach, das war mein Höllenhund. Das für ein Erdhügel dahin. Hab keine Zeit dafür. Nicht gerade viel los auf den Straßen. Aber das trifft sich gut, meine Göttin. Dann bin ich etwas schneller am Ziel. Es kann nicht sein, dass die mich noch weiter aufhält. Das ist ein Wolf dahin. Will wohl Streit. Gut, ich habe da noch einen Freund, der definitiv auch noch Hallo sagen möchte. Komm, ein Scump. Auf den Stein rumzutanzen.
Da hinten will jemand Streit mit mir. Und den soll er kriegen. Hat sich wohl verabschiedet. Hat wohl gemerkt, dass ich viel zu mächtig für ihn bin. Besser, sie lernen es früher als zu spät. Oh. Wir sind zwar schon mit extrem vielen Schätzen geladen, aber... sollte sich eine Möglichkeit ergeben, noch mehr Geld zu machen... sollte man sich dem nicht verwehren. Bin mir sicher, dass hier jemand drin wohnt. Könntest du bitte aufschließen? Verdammt. Das Gesindel. Weg mit dir. Noch einer? Weg mit dir, du Bastard. Naja. War jetzt auch nicht so schwer. Okay, hier geht's nicht durch. Kiste. Okay. Da will er nicht. Auch nicht. Oh, verdammt. Nee. Ich bin kein Dieb. Das ist eher Neridias Aufgabe. Ach, verdammte Scheiße. Könnte dieses Zeug... Oh. Oh. Na endlich! Geht doch. Für 4 lausige Goldstücke und einen Zaubertrank. Hier muss es doch noch mehr geben. Das kann doch nicht das Einzige hier sein. Ja. Sonst nichts? Einen Sockel. Dem nichts passiert. Oh, super. Was für eine... Zeitverschwendung. Könnte man auch mal eine Ruine bauen, die was bringt? Elende Zeitverschwendung. Ja. Wäre doch mal schön, ein bisschen vom Elch zu haben. Verdammt. Okay, wir haben ihn doch noch erwischt. Ich hätte auch gerne meine Bolzen zurück. Da unten ist Dämmerstern. Zuerst meine Beute einsammeln. Danke. Für deinen netten Beitrag zu der Unternehmung Mephalas. So, unruhig wissen, wer hier oben an der Nahrungskette steht. Ah, sind die Khajiit auch da? Das trifft sich gut. Können wir vielleicht noch handeln mit ihnen? Ganzen Kätzchen, guten Tag. So viele wollen nicht mit uns sprechen. Sie nennen uns Diebe und Schmuggler. Ich bin froh, dass ihr nicht zu ihnen gehört. Natürlich nicht. Solange ihr mich nicht bestehlt, haben wir keine Probleme. Sollte ich aber einen eurer Katzenfreunde dabei erwischen, mir irgendwas zu stehlen, dann werde ich jeden einzelnen von euch abschlachten. Aber kommen wir zum Geschäft. Was habt ihr denn so Schönes zu verkaufen? Werf deinen Blick darauf. Aber Waffen, ja, Eisenschwerter ist nicht wirklich etwas. Orkische Kampfaxt. Kriegshammer. Nicht wirklich, was wir gebrauchen können. Eisenrüstung. Auch nicht wirklich, was wir gebrauchen können. Habt ihr denn sonst noch so Schönes? Dietriche haben wir eigentlich genug. Aber Seelensteine hätte sie. Wir kommen, glaube ich, nicht ins Geschäft, meine Dame, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen schönen Tag. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Ich hoffe es nicht.
der Marsch der? Nicht so nah aufrücken, Hell, bitte. Es gibt mir mal ein bisschen zu denken. Okay. Wir könnten natürlich auch den Weg hier an den ganzen Festungen vorbeinehmen, um zu Fuß bis nach Weißlauf zu kommen. Und würden so noch ein bisschen was von der Gegend sehen. Und sollten wir auf dem Weg noch auf was treffen, was Geld hat, und der netterweise das auch der Unternehmung mit Verlass spendet, wer bin ich, um solche Spenden abzulehnen? Und sollten wir auf dem Weg auch noch mehr Waffen finden und Rüstung, so kann man das auch mitnehmen. Man weiß nie, wann man das gebrauchen kann. Der Kutschendienst ist sicher von Vorteil, wenn man weite Wege gehen muss. Aber das sollte ja noch drin liegen. Genau, hier kreuzt sich die Straße. Bin mir aber sicher, dass diese Festung nicht von Leuten bewohnt wird, die auf unserer Seite sind. Das heißt aber auch immer schön viel Geld. Da oben wird gekämpft. Das sieht mir aus nach der Dämmerung. Vampirjäger. Die sind mir sympathisch. Die sind mir sogar sehr sympathisch. Denn ich habe euren Auftrag nicht vergessen. Oh, Berglöwe. Ich habe euren Auftrag nicht vergessen, meine Göttin. Ich bin immer noch auf den Suchen. Der Suche nach diesen verdammten Vampiren. Wie viele Idioten Molag Bal geschafft hat, um sich zu versammeln. Oh. Haben die gerade versucht, einen Riesen anzugreifen? Mächtige Wesen, mit denen ich mich besser noch nicht anlege. Nicht bevor ich Meister oder Experten Zaubersprüche erlernt habe. Weil dieses Flugerlebnis würde ich mir gerne sparen. Kurz nochmal auf der Karte schauen, ob ich im richtigen Weg bin. Ja, bin ich. Sehr schön. Muss auch wieder einer dieser befallenen Flüchtlinge sein. Ja. Begegnet vielen hier auf der Straße. Da hinten war was unterwegs. Ich mag keine Wälder. In Wälder kann sich so einiges... Wer denn? Ah, na? Nichts da. Weg mit dir. Verdammten Wölfe werden auch immer aufdringlicher. Guter Schuss aber, meine Damen. Ist so eine Festung. Da wird gekämpft. Frage mich, ob ich mich da einmischen soll. Wollen wir uns da einmischen? Oder sollten wir erstmal warten? Natürlich mischen wir uns ein. Wer bin ich denn, um mich so einer schönen Sache zu verweigern? Um uns erstmal unseren Stärksten. Verdammt. Was hat mich da getroffen?
Oh, verdammt. Verdammte starke Magie ist das. Irgendwas hat mich da aus dem Nichts getroffen. Was zum... War das... Ah, oh, Eismagie. Natürlich. Oben nehmen wir mit. Verdammt. Komm, mein Freund. Ich brauche dich. Das sind verdammt... Verdammt starke... Verdammt starke... Was zum... Was ist das denn? Schnell. Zauberbuch? Was ist das für ein... Expertenspruch leider. Deswegen waren die uns so überlegen. Es war ein Meisterbeschwörer. Ich würde aber trotzdem gerne hier noch reinschauen. Okay, hier ist verschlossen. Da muss wohl jemand einen Schlüssel besitzen. Wer? Vielleicht hier oben war ja noch jemand. Der ist nackt. Ich glaube nicht, dass der dazu gehört. Oder haben die das vorher angegriffen? Gehen wir doch mal oben rein und sagen mal hallo. Haltet euch bereit, meine Damen. Ist da jemand? Ja. Ich bin da. Komm mal, mein ruheloser Drauger. Zeig ihnen, was du drauf hast. Hau ihn. Sollen wir es noch sehen? Oh, das war der Anführer. Mal die alles mit, was wir mitnehmen können. Ah, perfekt. Thema-Dolch. Und hier. Wow. Nicht wirklich. Nicht wirklich gelohnt. Ganz ruhig, mein Freund. Sonst ist man hier auch wieder. Beruhigen. Dann waren diese Magier wohl daran, dieses Fort einzunehmen. Und wir haben sie dabei gestört. Oder besser gesagt, die haben fast mit uns im Boden aufgewischt. Verdammt stark, diese Magier. Nicht zu unterschätzen. Do I detect a bit of jealousy in your tone? Ich glaube nicht. Wollen wir uns hier noch umschauen? Mehr Geld? Das sind Minen. Das heißt, es gibt mehr Geld für uns zu holen und da bin ich immer am Start. Bin mir aber sicher, dass die nicht unbewacht. Okay. Na gut. Verdammt. Komm mal. Verdammt. Ich war das. Na. Nichts da. Jetzt geh ich mal hinlegen. Das Einzige, was ihr bekommt, ist ein Pfeil ins Knie.
sind noch mehr. Okay. Und das wollen wir erst noch sehen, wer hier wen will. Nichts da. Ein Raufbold. Die haben hier wohl gearbeitet. Lass mich mal helfen. Keine Herausforderung für euch. Schwächlinge. Sind wohl die... Oh, koreanischer Kriegsbogen. Elfenpfeile gebe ich dann Nerida wieder zurück. Was die hier wohl abgebaut haben, alles. Vorher hat's gerumpelt, das kann nichts Gutes bedeuten. Ah, sehr schön. Orksfiel. Ah, ganz viel. Ah, hier hat sich wohl die Heule so ein bisschen eingestürzt. Der Draugerfreund, der hat sich verabschiedet. Ist ja auch nicht der Stärkste. Ah, na, das hat sich aber gelohnt, nach hier unten zu kommen. Verständlich, dass man sich hier breit machen möchte. Diese Mine ist nun offiziell im Besitz der Göttin Mephala und wird für ihre Zwecke natürlich entsprechend genutzt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Probleme hat. Wer Einwände hat, soll nun sprechen. Habe ich mir gedacht. Ich wünsche euch bald noch einen schönen Tag. Ah, hier ist noch mehr. Noch mehr. Super. Deswegen wollten diese Magier hier das Fort übernehmen. Klar. Die waren auf Geld aus. Aber es tut mir leid. Dieses Fort ist nun offiziell in der Hand Mephalas. Und wird es auch bleiben. Ah, genau. Da liegt ja noch jemand, den wir noch nicht ausgenommen haben. Wer bin ich, um das einfach... Oh. Danke. Und die Robe können wir entzaubern. Und dann später auf andere Sachen anwenden. Die Sonne geht zwar unter, dennoch sind wir guten Mutes und begeben uns weiter nach Weißlauf. Besser gesagt, noch etwas weiter. Das sieht auch nicht wirklich einladend aus hier hinten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Herrschaften hier auch nicht wirklich uns freundlich gesinnt sind. Frage ist, müssen wir mit ihnen kämpfen? Gehen wir uns einfach vorbei. Hell, ich glaube nicht, dass wir uns hier vorbeischleichen können. Vielleicht doch. Wenn ich nicht kämpfen muss. Und ich dann wieder auf die Straße komme. Führt also kein Weg daran vorbei und ich würde gerne auf der Straße bleiben. Ja gut, meine Freunde haben mich ja schon gesehen. Gut. Aurorian ist im Moment unsere stärkste Waffe. Na, ich auch. Ich wäre dafür, wir hauen sie erstmal. Oh, das sind viele. Da ist er noch. Kommt her! Ich nehme die Bogenschützen. Die hat noch eine Armbrust. Nichts da. Weg mit euch. Und noch jemand? Da hinten ist noch jemand. Ich sollte nicht auf spitze Gegenstände raufspringen. Wartet auf mich. War's das?
scheint gewesen zu sein. Vorerst. Die eine hatte eine Armbrust dabei. Das geht natürlich gar nicht. Wenn jemand Armbrüste dabei hat, dann sind wir das. Aber sonst niemand. Ja, ist auch nicht der, der am längsten leben wird. Na, du bist aber Verstärkerer. Den Amnetist lassen wir definitiv nicht liegen. Wir werden auch immer besser ausgerüstet. Sie war das, gleich zur Begrüßung. Unsere Armbrust. Die hier ein eigenes Haus gekapert. Naja, ich bin nicht hier, um jedes Banditen vor auszuheben. Ich wollte eigentlich nur die Straße benutzen, aber man stand der Unternehmung Mephalas im Weg, deswegen wurde man ausgelöscht. Sollen das einem nicht so übel nehmen. Sie hatten immer noch die Chance wegzulaufen. Dennoch stimmt mich das mit diesen... Oh, verdammt. Sind das Feinde? Oder sind das Freunde? Okay, das ist ein Wolf. Wolf! Oh. Ein Scharmützel. Wir sind verloren! Rückzug! Ja. Gut, dass wir in diesem Krieg nicht mitmachen. Aber es sollte hier nichts vergeudet werden. Leider ist das alles nur leichte Rüstung. Nichts, was wir gebrauchen können. Oh, verdammt. Talmor. Ihr kennt mich nicht. Das ist eine große Truppe. Gut ausgerüstet. Bevor wir uns mit ihnen anlegen, sollten wir einen großen Bogen um sie machen. Nicht bevor ich Expertenbeschwörungen beherrsche. Vorher brauche ich meine Visage doch gar nicht zu zeigen. Die lachen mich aus. Und als einzigen Dank kriegt man dann einen Bolzen ins Knie. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Krieg etwas näher mitbekomme. Da oben wird er auch schon wieder gekämpft. Okay, aber das ist... Das hier muss ein Bandit sein. Oder? Nein, das ist ein Anführer der Sturmmäntel. Nee. Was machen die da? Ah, hier drüben. Die haben es lustig, während da Leute abgeschlachtet werden. Die machen das Beste daraus. Manchmal frage ich mich, meine Göttin, ob es sich wirklich lohnt, dieses Land zu unterjochen. Und solche Idioten hier umherwandeln. Natürlich, meine Göttin. Ihr seid der Boss. Ihr bestimmt, wo ich hingehe. Oh nein, nicht einer dieser Eisgeister. Die darf man nicht unterschätzen. Die sehen nach wenig aus. Aber zwei von solchen können einem ziemlich die Parade verregnen. Das würde ich gerne vermeiden. Hat er uns gesehen? Ich glaube schon, natürlich hat er uns gesehen.
Wie wär's mal mit einem Spider-Kind? Sehr schön. Oh, du siehst spannend aus. Aber die lassen da immer sehr wertvolle Fracht. Diese Eisessenzen und diese Eiszähne sind begehrte Alchemie-Zutaten. Hier wird es wieder wärmer. Wir kommen also wieder in klimatische Begebenheiten, die wir uns auskennen. Und da hinten, das muss Weißlauf sein. Da hinten sind schon unsere bekannten Berglöwen. Oder Steppenlöwen. Ja, ihr könnt da hinten ruhig miteinander euch vergnügen. Oh, was bist du denn für ein hässlicher Bastard? Okay, wieder ein Riese. Man sollte sich nicht in die Natur einmischen. Das bringt nur Unglück. Hier wird auch schon wieder patrouilliert. Das heißt, wir sind gleich in gewohntem Gebiet. Der sieht komisch aus. Lassen wir ihn. Soll der da unten glücklich werden? Komisch aussehenden Leuten sollte man sich erst dann unterhalten, wenn man wirklich bestens gerüstet ist und weiß, was man tut. Vorher sollte man von diesen Ideen ablassen. Was für ein Anblick. Es ist wie nach Hause kommen, im wahrsten Sinne des... Was für eine Überraschung? Das wollen wir erst noch sehen, was für eine Überraschung das denn sein soll. Ziemliche Schwächlinge hier. Die einen auf dicke Hose machen und dann nach zwei Schlägen das Zeitliche segnen und es auch mit holzernen Keulen angreifen. Naja. Nicht wirklich. Hier rennen Banditen rum und die Wachen, die interessieren sich nicht dafür. Warum auch? Genau, hier einfach weiter auf der Straße folgen. Dann sollten wir auch gleich ganz gemütlich. Ist das da hinten die Dämmerwacht oder sind das wieder Banditen? Was hat der einen Hund dabei? Einfach vorsichtig sein. Dieser Hirsch gerade erschreckt. Wir werden ja sehen. Und? Hallo? Beeilt euch. Wer seid ihr denn? Wir reisen zum Schrein von Kynaret in Weißlauf. Ich habe gehört, der Güldengrünbaum sei schöner denn je, seit er wiederhergestellt wurde. Es heißt, wer die Frucht ist, füge seinem Leben mehrere Jahre hinzu. Oh, okay. Na gut. Ist auf mich zu schubsen? Verdammte, haarige Bestie. Das Einzige, was sie gut ist, ist zu stinken. Fast so schlimm wie Wölfe. Ja, es ist wirklich wie nach Hause kommen. Ja,
Hier kennen wir uns aus. Keine Vampire. Ich sehe diese Missgeburten von Molag Bal trauen sich nicht mehr hier raus. Besser so. Sie können schön in ihren Löchern bleiben, wo sie hingehören. Natürlich, Hel. Ich bin bis heute noch geehrt. Tearing the land apart. The dragons have returned seeking who knows what. Skyrim is going nowhere fast. Der ist super ausgerüstet. Orkrüstung. Können wir sicher auch irgendwann mal schmieden. Such a waste of time preaching to the poor. If they're that hungry, they should just grow some food or something. Ich glaube, so einfach ist es nicht, Nerida. Okay, meine Damen. Wir sind weit gereist, weit gelaufen. Lasst uns in unserem Haus eine Rast anlegen. Und beim Morgengrauen gehen wir nach Flusswald.